Hallo Leute, weiter geht's mit Age of Wonders 4. In der letzten Folge konnten wir beobachten, dass die gute Alana nicht weiß, was sie will mit ihren Truppen. Und wir haben Frieden geschlossen, ganz, ganz wichtig hier mit dem ollen Kornkammer. Der hat jetzt Krieg gegen Alana. Ich hoffe, die behaken sich ordentlich. Na, mal schauen. Außerdem haben wir eine erhebliche Volkstransformation gemacht, auch wichtig für unsere Maulwurfartigen. Konnten dadurch ordentlich an Mana dazu gewinnen und an Wissen. Jetzt hatten wir gesagt, vielleicht können wir ja, vielleicht reichen unsere Truppen ja aus, um eine zweite Angriffsarmee zu erstellen. A, drei Armeen, A, sechs Einheiten. Das wäre nicht so verkehrt. Könnten wir eine Armee hier rüber schicken, um hier uns um die Truppen zu kümmern und dann nach Heiligenhofen zu ziehen. Und mit der anderen Armee könnten wir erstmal versuchen, die Alana zu jagen oder nach Dauerfest zu gehen. Also da haben wir ja im Grunde genommen schon eine Armee zusammen hier. Und ich würde sagen, wir jagen erstmal der hinterher. Also die Armee ist gut so wie sie ist. 3 bis 5 Stufe Einheiten drin. Hier könnte man nachbessern. Da haben wir einen Verteidiger drin, den könnten wir rausnehmen. Und da haben wir doch hier bestimmt in Höhlental was Besseres. Oh ja, schaut mal, schon mit 4 Einheiten. Das war es im Grunde genommen. Wir haben zwar auch noch Stufe 2 Einheiten drin, aber wir haben jetzt nichts Besseres hier. Ja. Sollt ihr keine Gewaltmaschinen machen. Nächste Runde, dann könnt ihr euch dahin bewegen. Ihr bleibt hier vor Ort. Was sind das für Truppen? Stufe 4. 3 und 2. So viel ist das nicht. Ritter mal hier rein. Ja, das sind halt auch nicht so die besten Einheiten, ja. Also die Dunkelritter sind auf jeden Fall gut. Todesfee, meinetwegen, Nekromant auf jeden Fall mit rein. Nekromant und Zauberbrecher noch mit rein. Castern würde mir das schon ausreichen. Fernkämpfer wären nett, aber doch hier haben wir einen Fernkämpfer. Aber es ist mehr so eine Unterstützungseinheit. Bannerträger? Ebenfalls Unterstützungseinheit. Hexenmeister da. Dann hätten wir die erste Armee hier schon mal klar gemacht. Zweite wird bedeutend schwächer werden. Haus 19, Haus 700, das ist schon ein Unterschied. Ja, und die dritte Armee ist halt noch mieser. Wir haben doch auch noch Truppen hier. Schaut mal, wir haben einen Nekromanten zur Verfügung. Ab mit dir nach UC. Verstehst du schon? Ja, nächste Runde dann halt. Gold. Meine Güte, wo geht das Gold bloß hin? Das ist nichts, was wir haben. Aber was wir dort oben noch machen können, wir können Einheiten beschwören.
Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Also jetzt noch neue Einheiten rekrutieren geht einfach nicht. Wir haben das Geld nicht. Aber wir können Einheiten beschwören. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Schnitter natürlich. Und da reichen unsere Seelen nicht aus. 120 Seelen. Das ist schon immer so teuer. Ist gruselig. Dann müssen wir erst einmal den Stadtzauber machen. Bevölkerung ernten. Das werden wir hier oben machen. Kraktor. Schon haben wir genügend Seelen. Jetzt gehen wir hier rein und brechen das aber auch wieder ab. Bin mir nach wie vor nicht klar, ob, wenn man das nicht abbricht, ob das dann alle paar Runden passiert. Ich weiß es nicht, kann es euch leider nicht sagen. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich spreche es aber lieber ab. Gut, jetzt können wir uns den Schnitter leisten. Wir müssen die Einheiten ja ohnehin ja noch verschieben und ihr wisst schon, wie das so ist. Burgschaft hat er ja auch Truppen produziert. Den Schrein nehmen wir raus. Und das war's, dann können wir die Runde beenden. Neue Imperium-Sachen gibt es nicht, keine neuen Reichsentwicklungen. Wir könnten jetzt hingehen und sagen, dann geben wir das Imperium halt für Bevölkerungswachstum aus. 48, ja, in zwei Runden wächst hier ohnehin die Bevölkerung. Braucht man nicht machen. Charakter 120, das machen wir in 5 Runden. Da hatten wir ja auch gerade Bevölkerung geerntet. 192 in Höhlental. Wird 8 Runden sparen uns. Machen wir. Und jetzt können wir hier auch noch was dazu nehmen. Das wird den Kornkammer wahrscheinlich verärgern. Deshalb muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir hatten ja gerade mit dem Frieden geschlossen. Die Fürsterei hier. Bringt uns das was? Noch eine zweite Fürsterei? Egal. Machen wir. Höhlental und als letztes Burgschaft. 6 Runden 144 Imperium ausgeben. Ja, kann man machen. Aber ein bisschen Imperium auf der Kante können wir uns auch mal noch auf der hohen Kante lassen. Beenden wir die Runde. Ihr noch, wann der mit diesen Magiesieger angefangen hat, in welcher Runde? Ich kann es euch nicht mal sagen. Müsste ich mal nachschauen, wann das war. Was ist das jetzt? Eine neue Wurzel entstanden oder was? Ist aber uninteressant, weil Garrel Graubein hat ja noch seinen Zauber aufrechterhalten, ja. Solange der seinen Zauber aufrechterhält, kann kein anderer einen Magiesieg machen. Wir haben die Alana jetzt verpasst? Ne, die steht da immer noch. Wie steht da rum?
Brüsseler Frieden. Ha! Der will, dass wir Vasall werden. Sonst hast du noch alle Latten am Zaun, oder? Ganz vergessen. Wir haben diesen Krieg verloren, na klar. Abgelehnt. Ablehnen. Verteidigungspakt. Und ebenso mit dir. Lehnen wir ebenfalls ab. Freie Stadt kann integriert werden. Wir wurden beleidigt. Das fängt schon wieder so komisch an hier, dass der Stunk sucht mit uns. Heiligenau könnten wir integrieren, wollen wir nicht. Neue Reichsentwicklung verfügbar. Das gucken wir uns an. Wo ist das Ausrufezeichen? Da oben ist das Ausrufezeichen. Was gibt's denn da? Schniekes. Zielgerichtete Studien. Forschungsposten gewähren plus 5 Wissen. Nexi gewähren plus 5 Mana. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das hatten wir vor uns irgendwie komplett übersehen, oder? Beschwöre sofort ein magisches Material in der Nähe jeder Stadt in deinem Reich. Ja, braucht man nicht. Wir haben alle magische Materialien zusammen. Deine Thronstadt erhält plus 15 Wissen für jedes magische Material, zu dem dein Reich Zugang hat. Das ist natürlich nicht schlecht. Die zwei Sachen hier sind gut. Und das dritte? Eine astrale Reichsfertigkeit. Ja, das ist ja alles astrale Reichsfertigkeit eben. Nach der Verwendung eines Teleporters erhalten Armeen ihre vollen Trefferpunkte sowie 50% ihrer Bewegungspunkte zurück. Teleporter gewähren Einnahmen von plus 15 Mana. Boah! Also, die drei Sachen hier unten. Scheibenkleister. Ich ärgere mich jetzt, dass wir das ganze Imperium vorher ausgegeben haben. Shit. Das ist ja wirklich richtig gut. Alles drei super. Da wir jetzt ohnehin anfangen, hier überall Teleporter zu bauen. Scheibenkleister, ey. Wieso wolltet ihr das Ganze ausgeben, das ganze Imperium, Mensch? Ah. Na gut. Dann heißt es Imperium sparen. Der Schnitter ist ja in so einer 0815 Armee drin. Nehmen wir den Dunkelkrieger hier raus. Nehmen den Schnitter mit rein. Und ich würde sagen, wir nehmen auch noch so eine Todesfee raus. Schaut mal, ja, Todesfee rausgenommen, Hexenmeister hier rein und Schrein der Vernichtung hier mit rein. Sehr gut. Die Armeen werden immer stärker. 1800er Armee. 1200er Armee. Lass die mal Wasser. Du besetzt hier die Hauptstadt. Skelett. Und ihr kümmert euch um die Alana. Wir wassern die Truppe noch nicht, auch wenn wir es können, weil ich bin mir nicht sicher, ob die anderen... Also wenn wir eine Armee wassern,
ob die anderen dann zu Hilfe eilen, wenn die eine Armee angegriffen wird. Da ist mir das Risiko zu groß. Da fehlt noch eine Einheit. Rakteur hat geringe Stabilität. Das ist eine Wiedergängerstadt, oder? Ja, ist uninteressant. Neue Zauber sind bereit. Wir könnten Einheiten beschwören. Leider haben wir für einen Schnitter nicht mehr genügend Seelen. Bevölkerung ernten. Dann hätten wir genügend Seelen. Ja. Was können wir noch so erschaffen? Knochengolem, ja, das ist nur eine Stufe 2 Einheit. Phasenbestie, da könnten wir ein paar beschwören. Das kostet uns nämlich keine Seelen. Boah, Versorgung pro Einheit, sogar Imperium. Das ist natürlich wiederum meh. Ah, machen wir. Ja, ging die durch? Jetzt. Wo sind wir? Die sind alle vollständig. Und hier hatten wir ja noch so ein bisschen die schwächeren Armeen. Noch eine Phasenbestie. Doch, können wir uns leisten. Kriegen wir aber erst in der nächsten Runde fertig. Da uns die Weltkartenzauberpunkte fehlen. Ich hätte die aufs Meer beschwören sollen. Ging das? Gar nicht drauf geachtet. Ah, wir können die aber auch schon so runterziehen. Sehr schön. Runde beenden. Jawohl. Raubein, wie sieht's aus? Hältst du noch deine ganzen Materiumsstädte? Ja. 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 Weiß nicht, warum das immer zu denen dann hin geht, der Mauszeiger. Teleporter. So heißt der Außenposten oder was? Einfach nur mal einen Teleporter hingesetzt. Hä? Oha. Da will sie es aber wissen. Der Kornkammer könnte ja auch mal wieder mobil machen. Gegen die Alana. Aber es sieht mir im Moment nicht so aus, dass er Truppen da runter schickt. Er ist gerade... Die ist halt im Süden ansässig. Haben wir verpasst, wo die ihre Armeen hingezogen hat. Sie zieht sie komplett zurück. Boah, von uns aus. Mach ruhig. Hier nehmen wir jetzt die zwei Truppen raus. Wir können die Phasenbestien nur in unserem Territorium beschwören, oder? Nee, können wir nicht. Wir können die auch... Genau. Könnt ihr auch mitten in der Armee reinziehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit. Ich hoffe, die anderen kommen auch noch hinterher. Ja. Sehr schön. Tja, Herzblut. Also der Typ, der wollte, dass wir Vasall werden. Jetzt rennt er davon. Knilch. Komm, wir gucken uns das gar nicht mehr an, die Handelsangebote. Oder? Nee.
halt doch. Angebot anzeigen, Verteidigungspakt. Ich will unser Bündnis mit der nicht riskieren, deshalb lehnen wir das ab. Nach wie vor immer noch das Gleiche. Nachricht erhalten, oh. Vielleicht sind wir uns doch nicht so unähnlich. Eure Taten sind vielversprechend. Bitte fahrt fort damit. Eine Mobilisierung hat begonnen. Wie sieht denn das Verhältnis zu ihm hier aus? Freundschaftserklärung. Verbündet. Reichsbeziehung 100. Ich würde ihm ganz gern noch ein bisschen... ja, ein bisschen Honig ums Maul schmieren, sag ich mal. Ich hab ein bisschen Schiss, dass der hier sagt, kurz bevor er den Magiesieg dann durch hat, geh weg, du stinkst, wisst ihr? Erklärungen abgeben. Das sind ja nur negative. Verhandeln. Schenk senden. Können wir ihm... also Gold will ich ihm eigentlich nicht senden. Ich hätte ihm ganz gern Mana gesendet. Territorium kriegst du auch keins. Wir können auch gar keinen Teleporterpakt mit dem machen. Brauchen wir 150. Wieso können wir Konflikte beilegen? Kostet auch Gold. Mal gucken, ob das auch die Reichsbeziehung verbessert. Oh, das zählt als gute Tat. Dann verkaufen wir es ihm nur. Nee. Das verbessert nicht die Reichsbeziehung. Dann können wir uns das schenken. Ja, eine Freundschaftserklärung. Aber die läuft doch schon. Außerdem kostet es Gold. Wir haben nicht Gold. Wir haben kein Gold. Mobilisierung hat begonnen. Könnten wir wieder diesen Zauberbrecher uns gönnen. Machen wir. Heldenbeitrittsangebot können wir wegmachen, weil kein Geld und so. Produktion in UC festlegen. Ich würde übelst gern Steinmauern hier in der Hauptstadt haben. Wir haben halt noch nicht einmal Steinmauern. Dauert zwar ewig, aber es verbessert den Befestigungszustand um plus 40. Machen wir. Immerhin ist das unsere Hauptstadt. So, Astralis zerschmettern ist durchgegangen. Provinzverbesserung können wir damit zerstören. Das probieren wir aus, Leute. Das will ich wirklich wissen, ob man damit diese Saaten und die Sachen da für einen Magiesieg zerstören könnte. Das wäre aber ein bisschen OP. Das wäre dann halt wie so eine Rakete, die man abschießt oder wie eine Atombombe in Ziff. Kaskadierende Kraft. Bei jedem im taktischen Kampf gewirkten Zauber wird ein Stapel kaskadierende Kraft zu diesem Kampf hinzugefügt. Am Ende deiner Runde erleidet ein zufälliger Feind 5 Blitzschaden pro aktiven Stapel. Bei jedem im taktischen Kampf gewirkten Zauber. Das ist nicht schlecht. Arkane Wiederherstellung heilt alle verbündeten magischen Einheiten um 20 temporäre Trefferpunkte. Hätten wir endlich mal was, um die Phasenbestien zu heilen und so. Oder auch den Schnitter. Und überlegene Magie-Einheitenverzauberung. Kampfmarkier und Unterstützungseinheiten. Gewährt Eifer, wodurch Standardangriffe zusätzlichen Geistschaden verursachen. Lässt getötete Einheiten explodieren, wobei angrenzende feindliche Einheiten 20 Geistschaden erhalten. Ja. Also das mit dieser Arkan-Wiederherstellung gefällt mir am besten. Deshalb nehmen wir es auch. Aha. Ja. Sie haut ab.
Sinnlos verfolgen und hinterherrennen? Nö. Dann gönnen wir uns dauerfest. Ich ahne es schon wieder, Leute, dass wir hin und her hier mit den Armeen ziehen müssen, weil die jetzt die Truppen wieder zurückzieht. Ich ahne es. Naja. Mal gucken. Die Truppen hatten wir bewegt. Könnten wir mit einer schnellen Einheit den hier noch erreichen? Können wir! Ja, Herzblut. Wow, 4300 gegen 1800. Na dann, Attacke. Automatischer Kampf. So, irgendwie ist das jetzt aber nicht 4000. Achso, weil die als einzelne Einheit zählt. Da lässt's. Eine Armee außen vor, weil es können ja immer nur drei Armeen rein. Und hier sind jetzt vier Armeen, aber es sollte trotzdem easy peasy werden. Ansonsten machen wir es selbst. Was verlieren wir? Nichts. Verlieren wir nichts. ...35 Seelen, 150 Wissen. Kannst du nicht meckern. Dann geht's weiter nach Heilighofen. Überreste wurden eingesammelt. Super. Aktur, geringe Stabilität ist uninteressant. Weil das Wiedergänger sind. 200 Gold haben wir. Aber wir machen halt nur 100. Also neue Einheiten rekrutieren. Davon würde ich im Moment halt ganz gern absehen, da wir einfach zu wenig Gold haben. Mal kurz beim Raubein vorbeischauen. Hält er die Städten noch? Ja. Ja, ebenso. Hallo? Was ist denn das? Hä? Willst du mich veräppeln? Schick deine Truppen da hoch! Du Knilch! Der steht hier rum, komm, greif den an! Auf was war denn der? Oh, mach jetzt keinen Mist hier. Das ist ein Plagenhort. Sind das so starke Einheiten hier? 1300er. Das sind 2100. Kannst du mir das nicht erzählen? Du hast hier die übelsten Armeen stehen. Mach den hier oben weg. Der haut ja sonst die Wurzel des Materiums kaputt. Oh, ich dreh durch. Mach jetzt keinen Mist, ey. Haubein. Das passiert direkt vor deinen Armeen. Ich bin gespannt. Wir haben keinen. Hat der einen Teleporter hier oben? Aber wir haben halt auch keinen Teleporterpack mit dem, dass wir das machen. Gut, der wird das wohl hinkriegen, oder? Ich sehe hier auch keinen Teleporter. Weil das dauert ja ewig, ehe wir da oben sind. Da ist ein Teleporter. Das wird man trotzdem nicht schaffen. Zumal unsere Armeen auch weit genug wegstecken. Gut, der kriegt das hin. Also kannst du mir doch nicht erzählen, dass er zwei Pillepalle-Armeen da gewähren lässt und die Wurzel des Materiums sich zerstören lässt. Das, naja, der wird das schon. Der wird das schon machen. Hoffe ich mal. Oh Gott. Mach mich nicht fertig. Age of Wonders 4. Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, Däumchen da oben, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um den Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Und ihr würdet mir damit zeigen, dass es euch ein bisschen gefällt, was ich hier auf dem Kanal fabriziere. Bis morgen, euer Sadum.